Hallo und willkommen zurück zu Silent Storm. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Du darfst dich verstecken. Und ja. Gleich stehen die mir nicht mehr im Weg. Na, dürfen wir noch oder? Wir dürfen. Es war gar keine schlechte Sache, dass wir ihm die schallgedämpfte Pistole gegeben haben. Na, schießen wir einfach so auf. Noch ein Schuss und der Soldat kommt nicht in Frage. Ich rechne nicht mit Gegenfeuer. Nee, jetzt nicht mehr. Na, kommt noch wer? Sieht fast nicht so aus. Man muss sie kriegen, wenn sie nichts anrichten können. Machen wir den Trick weiter? Ich denke eigentlich mal schon. Nur das Ungünstige war jetzt, dass Klaus sich halt nach innen gesetzt hat. Das war nämlich so nicht geplant. Warten wir doch einfach, bis die netten Herren ein paar Schritte näher gekommen sind. Ich glaube, auf diese Entfernung sollten wir einen ganz klaren Vorteil haben. Gleich stehen die mir nicht mehr im Weg. Es ist ein bisschen Ausnutzen, aber sagen wir mal so, das würde in der Realität wahrscheinlich... Okay, früher oder später wären die nicht mehr so blöd, aber so lange will ich denen ja gar nicht Zeit lassen. Mal sehen. Ja, du siehst keinen von denen, das ist natürlich auch nicht so prickelnd. Oh, sehr Ziel getroffen. So, du hast auch weniger erschießen dürfen in letzter Zeit. Ich sauf, der Teufel ist entsorgt. Schauen wir mal, ob noch jemand kommt, um zu gucken, woher denn dieser Leichenstapel kommt. Ah.
Ich bin dabei. Jetzt musst du deine Hosen runterlassen. Ich hab mir schon gedacht, dass sowas kommt. Ja, das reicht. Deswegen wollte ich jetzt eigentlich selbsttätig die Tür zumachen, aber das hat sich ja erledigt. Das ist Wunschdenken. Kommt auf den Wunsch an. Allerdings dürfte der das eigentlich gehört haben. Zumindest würde ich davon jetzt mal ausgehen. Klaus darf schon mal ein bisschen vorrücken. Bitte näher an die Wand ran. Wird gemacht! Wie groß ist wohl die Gefahr, dass ich... Oh, ich sehe eine Steigerung. Okay, hier sehe ich niemanden. Dann gehen wir jetzt auch einfach mal davon aus, dass sich hier niemand aufhält. Verstanden. Mit jedem Krieg werde ich besser. Das wird Spaß machen. Ja, das glaube ich allerdings auch. Echt? Nur 6% Unterschied? Jetzt können sie mich leicht. Jetzt fürchten mich meine Feinde. Er braucht einen Arzt. Er ist uns
unser Köder. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass sich hier einer verbirgt. Also ich denke mal, wir haben den Großteil der Wachtruppen hier schon wegdezimiert. Eventuell noch eine Patrouille hier vorm Tor. Ich würde gerne die beiden noch weiter nach vorne ziehen. Es hat natürlich ein gewisses Risikopotenzial. Wird erledigt. Aha. Das ist mit Sicherheit eine Patrouille. Der wandert hier einfach nur auf und ab. Das ist harmlos. Zumindest im Moment. Im Idealfall haben wir natürlich alle Feinde so, ja, das ist nur die Patrouille hier draußen. Verstanden. Es ist natürlich einfacher, wenn wieder Angreifer sind und nichts verteidigen müssen. Oh, das wird Spaß machen. Ja, von dem wussten wir ja. Um den mache ich mir aber auch erstmal noch keine Sorgen. Weil, genau, der guckt schön hier nach draußen. Das wird ein Kinderspiel. Ist wahrscheinlich der erste Krieg dieses Soldaten. Ja klar, im Ersten Weltkrieg sind ja alle so schnell draufgegangen, konnte ja kaum einer. Ja, außer den Generälen, aber die zählen halt nicht.
Das geht leicht und schnell. Was ich jetzt gerne versuchen würde, wäre, möglichst unauffällig mit Holly. Dieser Moment wird in vielen Träumen wieder lebendig. Ja, den Tipp habe ich nie gelesen, deswegen habe ich das erst in diesem... So, Diebstahl der Liste gefährlicher Materialien. Gestern ist die Inventarliste hochwertiger gefährlicher Materialien in unserem Lager aufbewahrt werden verschwunden. Die lokalen Sicherheitsbehörden und der Geheimdienst wurden in Kenntnis gesetzt. Sie untersuchen momentan einen Herrn Weber, der in der nächstgelegenen Stadt wohnt. Diese Person wurde offensichtlich schon länger beobachtet. Ich halte sie überdies... Schön. Also theoretisch haben wir die Mission jetzt erledigt. Der wandert hier nur auf und ab und der bleibt hier stehen. Ich würde im Rahmen unserer Möglichkeiten eigentlich sogar versuchen wollen, naja, wirklich als Stealth kann man das ja nicht bezeichnen, was wir hier machen. Aber verhältnismäßig leise sind wir. Das ist zu schwer für mich. Diese Stimme ist... unangenehm. Nennen wir das jetzt einfach mal so. Also in der Theorie könnten wir jetzt einfach hier wegmarschieren. Ja, der patrouilliert hier weiter nur auf und ab. Da ist keine Actionmusik eigentlich für angesagt. Ich erinnere mich nicht, wann ich das letzte Mal so aufgeregt war. Jetzt fürchten mich meine Feinde. Aber da es hier einiges an Beute gibt... ...nutzen wir natürlich die Gelegenheit... uns ein bisschen auszurüsten. Kann gleich jemand anders aufsammeln. Ich bin dabei. Na, geh erstmal dahin und dann knack die Truhe. Das sieht immer so furchtbar hektisch aus, aber im Endeffekt läuft er hier nur auf und ab. Verhältnismäßig harmlos. Ich bin dabei. Mark 1. Ach, eine Mine, okay. Und Pflaster.
Ich bin dabei. Das ist ein Franzosengewehr. Das können wir eigentlich direkt wieder hier lassen. Schmerztabletten werden wir wahrscheinlich nicht benutzen, aber das war schon mal die Seite hier. Denke mal, wir werden uns den Rest von dem Haufen auch noch vornehmen. Das ist immerhin Übung. Eine gute Gelegenheit für einen Hinterhalt. Mhm, das war mein Gedanke dabei. Und dann, das Lager möchte ich mir eigentlich auch noch leer räumen. Natürlich musst du dafür einen riesen Umweg laufen. Naja, und der Timer sagt, wir sind eigentlich auch schon wieder am Ende angekommen. Also das große Endmassaker machen wir dann nachher. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt's in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.